Sie ist eine Symbolfigur des friedlichen Protests gegen das DDR-Regime. Zusammen mit Landesvater Volker Bouvier stellte Jutta Fleck eine erste Zwischenbilanz ihres gemeinsamen Projekts politisch-historische Aufarbeitung der SED-Diktatur vor. Dieses ist vielfältig. Es versteht sich zum einen als Ansprechpartner für ehemalige Opfer des DDR-Unrechtsstaats, zum anderen möchte es über die Vergangenheit aufklären, damit sie nicht in Vergessenheit gerät. Das Unrechtsregime der DDR ist ein untrennbarer Teil unserer gemeinsamen Geschichte. Und man kann die Zeitgeschichte und das, warum es heute so ist, wie es ist, nicht verstehen, wenn man nicht auch weiß, was in der DDR los war. Das Projekt wurde vor 3 Jahren noch unter dem damaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch ins Leben gerufen. Es ist der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung angegliedert. Seitdem hat sich viel getan. Das Projekt betreibt Bildungsarbeit an Schulen und vermittelt Gespräche mit Zeitzeugen. Aufgrund ihrer eigenen Vergangenheit und Erlebnisse im Unrechtsstaat ist es Jutta Fleck ein ganz persönliches Anliegen, sich für das Projekt einzusetzen. Manche werden ja den Film gesehen haben, die Frau vom Checkpoint Charlie. Und als Betroffene kann ich natürlich viel besser fühlen und verstehen, was die Zeitzeugen bedrückt. Und deswegen ist es mir ein ganz großes Anliegen, mit diesen Zeitzeugen, die wir jetzt aufbauen in Hessen und schon aufgebaut haben, an die hessischen Schulen zu gehen, auch darüber hinaus. Und sie glauben gar nicht, wie gut das den Menschen erstmal tut, die darüber sprechen können, über ihre eigene Geschichte, was sie erlebt haben. Und die Schüler sind einfach neugierig und so interessiert. Die Trägerin der Wilhelm-Leuschner-Medaille freut sich über das positive Feedback, gerade von jungen Menschen. Es zeigt, wie wichtig ihre Arbeit nach über 20 Jahren immer noch oder gerade ist. Die jungen Leute, das in der Schule, das ist so einmalig, die kommen noch hinterher und bedanken sich so, dass mir dann schon ganz schlecht im Bauch wird, weil das erwartet man gar nicht. Die bedanken sich 14-jährige oder 15-jährige Buben und Mädchen. Die sagen, nein, das ist sowas von toll. Machen Sie nur weiter. Wir beglückwünschen das und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie wieder an unsere Schule kommen. Das Projekt wurde vom Land Hessen mit rund 200.000 Euro pro Jahr gefördert. Und es erreicht die Menschen, wie man sieht.